Es ist für mich immer ein neues Abenteuer. Also man erlebt schon zu zweit sehr, sehr viele Dinge. Und hier bin ich eigentlich die meiste Zeit. Ich bin hier im Stall der gleiche wie auf Arbeit. Natürlich in einem anderen Outfit und ich rieche auch anders. Also dafür, dass es nicht mein Wunschberuf war, ist es jetzt ein richtiger Traumjob geworden. Macht Spaß. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Hallo liebe Zuschauer und ganz herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz in Ihrem Elsterwelle Fernsehen. Der Hoyerswerda Ortsteil Knappenrode soll für Häuslebauer interessanter werden. Im Zusammenhang mit der Erstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes sollen auch mögliche Bauflächen für Eigenheime ausgewiesen werden, heißt es aus dem Rathaus. Am 13. Mai ist dazu ein Vororttermin geplant. Bauwege können sich dann gemeinsam mit dem Planungsbüro potenzielle Flächen anschauen. Ein wichtiger Beschluss ist gestern in Bernsdorf gefallen und mehr darüber jetzt in den Kurznachrichten. Am Landgericht Görlitz ist am Freitag ein 33-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im August vergangenen Jahres im Asylbewerberheim in Hoyerswerda seine Ehefrau aus Eifersucht mit einem Kissen erstickt hat. Die Mutter von 4 Kindern hatte die Absicht, sich von ihrem Mann zu trennen. In Bernsdorf ist am Donnerstagabend der Haushalt für 2017 einstimmig beschlossen worden. Er hat ein Volumen von mehr als 11 Millionen Euro und ist ausgeglichen, so Bürgermeister Harry Habel. Zu den größten Investitionen in diesem Jahr gehört die Sanierung der Wittichenauer Straße, die mit rund 212.000 Euro veranschlagt ist. Auch der Eschenweg soll für 162.000 Euro ausgebaut werden. Der Sportplatz am Wirschk wird komplett erneuert. Erste Aufträge sind auf der Sitzung für das 190.000 Euro teure Vorhaben bereits ausgelöst worden. Weitere Maßnahmen betreffen die Oberschule, an der die Außenanlagen noch gestaltet werden, und der Bauherr, die städtische Wohnungsgesellschaft, 190.000 Euro dazu bekommt. Ebenfalls auf dem Plan sind die Außenanlagen der Grundschule. Hier sind 67.000 Euro vorgesehen. Die Sporthalle in Straßgräbchen bekommt für 38.000 Euro eine energetische Sanierung und das Museum in Zeisholz für rund 20.000 Euro ein neues Scheunendach. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich in Bernsdorf auf 1,8 Millionen Euro. Offenbar Probleme gibt es beim geplanten Umbau der Energiefabrik in Knappenrode. Die Medienversorgung auf dem Areal ist in einem deutlich schlechteren Zustand als erwartet, so der Chef des Kreisentwicklungsamtes Andreas Heinrich. Das sei im Vorfeld auch nicht überschaubar gewesen, da der komplette Museumsbereich in den 90er Jahren an die Stadt Hoyerswerda übertragen wurde, die meisten Unterlagen jedoch bei der LMBV liegen. Der Bergbau Sanierer hatte im Vorfeld das Areal gesichert und teilweise saniert. Jedoch seien manche Arbeiten offenbar nur in der Oberfläche passiert. In der Tiefe liegen noch diverse Altlasten. Der Landkreis hofft nun, dass sich die LMBV an der nun nötigen Neuerschließung des Standortes technologisch sowie finanziell beteiligt. Allein die jetzt in Planung befindliche Oberflächenentwässerung liege im oberen 6-stelligen Euro-Bereich. Darin enthalten sind aber noch keine Abwasserkanäle oder Trinkwasserleitung, so Heinrich weiter.
Das Museumsareal soll für 9 Millionen Euro umgestaltet und verkleinert, die Gebäude außerhalb der Fläche eigentlich verkauft werden. Dazu muss es aber eine ordentliche Erschließung geben. Im Haus 2 des beruflichen Schulzentrums Konrad Zuse in der Hermannstraße in Hoyerswerda ist am Freitag zum Tag der offenen Tür eingeladen worden. Informiert wurde dabei über das Berufsvorbereitungsjahr, das Berufsgrundbildungsjahr und die berufsbildenden Förderschulangebote in den Richtungen hauswirtschaftlich-technischer Helfer sowie Beikoch. Mit den erforderlichen Bewerbungsunterlagen in der Tasche konnte auch gleich vor Ort die Registrierung erfolgen. Informationsgespräche mit Schülern und Lehrern sowie der Blick in die Fachkabinette rundeten die Angebote ab. Großer Andrang herrschte am Donnerstagabend im Hoyerswerda Schloss. Grund dafür war eine Ausstellungseröffnung der Kunstleistungskurse des Hoyerswerda Foucault-Gymnasiums. Es sei schön zu sehen, wie viel Kreatives in den jungen Menschen stecke, erklärte Prokuristin Kerstin Noack. Im zweiten Obergeschoss sind Skulpturen und Aquarelle sowie Collagen zu den unterschiedlichsten Themen zu sehen. Auch die Aktionskunst eines Ostseeaufenthaltes ist ausgestellt. Im Schlosssaal wird unter anderem das Buch auf vielfältige Art und Weise interpretiert. Die vorerst letzte Sonderausstellung ist bis zum 9. April zu sehen. Der Frühling wird von den meisten sehnsüchtig erwartet. Für viele Pollenallergiker beginnt damit aber die Leidenszeit mit triefenden Nasen und roten Augen. Was die Ursache für Heuschnupfen und Co. ist und wie man Abhilfe schaffen kann, haben wir in Erfahrung gebracht. Die Winterzeit ist vorbei und langsam wagt sich der Frühling, wenn auch noch zaghaft, hervor. Was für die meisten Sachsen ein Grund zur Freude ist, bedeutet für die Pollenallergiker den Beginn einer Leidenszeit. Rund jeder Fünfte leidet hierzulande unter einer Blütenstauballergie. Mein Mann hat Heuschnupfen, kann ich Ihnen sagen. Der leidet sehr, der kriegt dann halt Asthma und alles. Also das ist richtig schlimm. Also ich nehme keine Bürger zu Ostern in die Wohnung, vor allen Dingen. Ja, mitunter geht man zum Arzt, holt man sich Augentropfen oder naja, gut. Ich habe glücklicherweise keine Allergien und starte deswegen noch ganz besonders froh und glücklich in das Frühjahr. Der Körper reagiert auf eigentlich harmlose, körperfremde Stoffe abwehrend. Die Folge: tränende Augen und verstopfte Nasen bis hin zur Atemnot. Besonders von März bis Juli sind die gesundheitlichen Einschränkungen für Betroffene enorm. Die Pollenallergiker sind sozusagen die typischen Allergiker. Der Heuschnupfen ist an der Stelle so ein bisschen ein falsches Wort, weil letztlich ist natürlich keiner auf Heu allergisch, sondern in der Regel auf die Gräserpollen, die natürlich in der Saison, wenn das Heu gemacht wird, nochmal relativ intensiv mit in der Luft herumfliegen. Und entsprechend dem gibt es auch immer diese Pollenkalender parallel dazu. Und das sind natürlich dann die nicht saisonalen Allergieauslöser. Gibt es natürlich auch noch Hausstaubmilben und Pilze, die entsprechende vergleichbare Symptome mit hervorrufen können. Eine Allergieerkrankung ist keine Frage des Alters. Jeder Mensch kann im Laufe seines Lebens eine Allergie gegen bestimmte Gräser und Pollen entwickeln. Wichtig ist, den Auslöser der Erkrankung bei einem Facharzt durch diagnostische Verfahren wie einen Pricktest oder durch Blutuntersuchung ausfindig zu machen. Um die Symptome kurzfristig zu lindern, helfen Mittel aus der Apotheke. Da gibt es eine Medikamentengruppe, die nennt sich Antihistaminika, die auch inzwischen so weit entwickelt sind. Die frühen Generationen in den 80er Jahren waren echte Schlaftabletten. Heute ist das nicht mehr so ausgeprägt. Trotz alledem schränken die natürlich den einen oder anderen schon immer auch noch ein bisschen ein. Und dann gibt es lokale Kortikoide, die man in der Nase als Nasenspray mit anwenden kann, die die Symptome sehr gut lindern. Langfristig hilft eine Desensibilisierung, bei der dem Patienten über einen längeren Zeitraum der Auslöser verabreicht wird, bis das Immunsystem nicht mehr reagiert. Die Kosten dafür übernehmen bis auf eine gesetzliche Zuzahlung die Krankenkassen. Ab Montag gibt es weitere Baustellen in Hoyerswerda. Wir informieren nach einer kurzen Pause. Die Kreuzung an der Dresdner Straße in Hoyerswerda wird ab Montag mittels Baustellenampel geregelt. Grund dafür ist eine halbseitige Sperrung am Abzweig nach Bröten. Hier wird eine Gasleitung verlegt. Der geplante Bauzeitraum geht bis zum 29. März.
In Hoyerswerda ist ab Montag die Grünstraße zwischen der Spremberger und Mittelstraße komplett gesperrt. Grund ist der Bau eines Hausanschlusses. Umgeleitet wird über die Rosen- und Mittelstraße. Bis zum Freitag sollen die Arbeiten hier erledigt sein. Zeugen riefen am Donnerstagnachmittag die Polizei in Hoyerswerda. An der Straße des Friedens hatte ein Mann seine Frau geschlagen. Die drei Kinder im Alter von 6, 7 und 18 Jahren mussten dabei zuschauen. Die alarmierte Streife ging dazwischen. In Absprache mit dem Jugendamt wurden die 47-Jährige und ihre Kinder an einen sicheren Ort gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 53-jährigen Ehemann. Im Silbersee kann in dieser Saison wieder gebadet werden. Die Genehmigung für den Friedesdorfer Strand ist jetzt in der Gemeinde Loser eingetroffen. Die Befahrung mit Booten bleibt weiterhin verboten. Die Zulassung gilt ab dem 15. April. Ein Streit ist am Donnerstag in der Hoyerswerda Pestalozzi-Straße eskaliert. Vor einem Wohnhaus wurde ein 31 Jahre alter Radfahrer von einem anderen, derzeit noch unbekannten Mann tätlich angegangen und gewürgt. Offenbar hat die Tat eine Vorgeschichte, so die Polizei. Die Kripo hat auch hier die Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht zum Donnerstag ist in Königsbrück ein Auto in der Großenhainer Straße von Dieben heimgesucht worden. Aus dem Skoda Octavia wurden unbemerkt das Kombigerät zur Steuerung des Radios, der Klimaanlage und des Navigationsgerätes ausgebaut. Auch die Xenon-Scheinwerfer verschwanden. Den Schaden beziffert der Eigentümer mit rund 4.000 Euro. Das Hoyerswerda Seenlandklinikum hat eine neue Pflegedienstleiterin. Birgit Wolthusen ist seit mehr als 30 Jahren dort tätig und hat bereits ihre Ausbildung im Haus absolviert. Sie war zuletzt als pflegerische Bereichsleitung für die Kardiologie, Neurologie und für zahlreiche Funktionsbereiche wie Dialyse und Linkskatheter zuständig. Derzeit studiert sie berufsbegleitend und wird mit dem Master of Business Administration im Bereich Sozialmanagement abschließen. Am Dienstag nächster Woche bleibt der Bürgerservice in Kamenz geschlossen. Grund dafür ist eine Weiterbildungsmaßnahme in den Bereichen Meldegewerbe und Gaststättenwesen, heißt es aus dem Rathaus. Zusätzliche Öffnungszeit ist dafür am Mittwoch von 9 bis 12 Uhr. Das Amphitheater in Großkoschen startet im Mai in die Saison. Mehr als 60 Veranstaltungen werden präsentiert. Die Einzelheiten gibt es gleich. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Am 30. Mai, da startet sie die neue Spielzeit 2017 im Amphitheater am Senftenberger See. Es ist die 10. Saison unter der Herrschaft der neuen Bühne Senftenberg. Und das Ganze steht diesmal unter dem Motto, die Fete endet nie. An meiner Seite ist der organisatorische Leiter des Amphitheaters, Andreas Stanicki. Herr Stanicki, wie viele Gründe werden denn die Gäste haben, mit Ihnen, mit den Gästen, mit den Künstlern die Fete zu feiern? Welche Gründe? Wie viele? Wie viele Gründe? Also, das ist eine Frage. Also, Sie haben zumindest erstmal den Grund,
Sie haben einen Sommer vor sich, der nicht schöner werden kann, als er wird. Und im Sommer wird gefeiert. Und wir haben in der neuen Bühne 70 Jahre gefeiert, den 70. Geburtstag. Wir feiern jetzt den 10. Jahrestag, in dem wir die Bühne übernommen haben und zu einer Erfolgsgeschichte, denke ich, gemacht haben. Ja, und gefeiert wird ohnehin im Amphitheater. Ja. Es gibt eine Menge Termine, die in diesem Jahr im Programm stehen. Jetzt sind Sie ja so ein Verfechter der Meinung, es gibt keine Highlights. Und dennoch wollen wir über ein paar sprechen. Fangen wir doch mal vielleicht mit den Musikern an. Da gibt es ja eine ganze Menge, auch Prominente, die in diesem Jahr kommen werden. Ja, es gelingt doch immer wieder, mal prominente Künstler zu bekommen, die man bezahlen kann und die auch selbst aus unterschiedlichen Gründen bereit sind, nach Senftenberg zu kommen. Das wird in diesem Jahr vor allen Dingen sein Jan-Josef Liefers. Der war hier schon mal und als ich noch mal angefragt habe, ob er bereit ist, wiederzukommen, hat er ziemlich bald Ja gesagt, auch wenn es etwas gedauert hat. Götz Alsmann desgleichen. Auch er hat sich hier schon wohlgefühlt. Zum ersten Mal dabei, diesmal solo Maschine Birr als ein authentischer Künstler. Ja, wen haben wir noch? Die Night Fever Shows, die Bee Gees Shows sind legendär seit vielen Jahren. Diesmal gleich mit zwei Veranstaltungsterminen angesetzt, die wir beide, denke ich, vollkriegen ohne weiteres. Ja, und ansonsten so eine Frage beinhaltet immer, dass ich das meiste vergesse. Ja, geben Sie sich bitte mit denen zufrieden. Ich will vielleicht mal einfach das nächste Stichwort geben, Kabarett. Auch das wird ja wieder eine Rolle spielen. Ja, Kabarett spielt von Anfang an eine Rolle. Das hängt einmal damit zusammen, dass sich bestimmte Kabarettisten auch im Sommer in diesem Amphitheater sehr wohlfühlen. Denn trotz der 600 Plätze, die wir haben, ist doch in dem Raum Amphitheater eine gewisse Intimität da, die Kabarett braucht. Und zum anderen haben wir ja hier im Hause selbst ja auch eine Reihe seit vielen Jahren, dieses Kabarett à la carte. Das heißt, das Publikum ist auch sensibilisiert für diese Kunstform, nenne ich es jetzt mal. Und das passt ganz gut zueinander. Auch wenn auch manchmal die Namen sowohl da als auch da auftauchen, ist hier ein Kabarettpublikum in der Gegend vorhanden. Da muss ich keine Sorge haben. Damit die Mischung auch recht bunt wird, wollen wir nicht vernachlässigen, es gibt auch wieder Programme für Kinder und Familien. Ja, die gibt es natürlich und an der Spitze steht wie immer Baba Yaga, die Hexe, die berühmte, die wieder den Märchenwald zum Beben bringen wird, diesmal im ersten Teil, dann zusammen mit Zar Wasserwürbel und dann das große Finale, der Abschied von Baba Yaga, der aber sicher kein Abschied sein wird für immer, aber es ist nun mal der letzte Teil der Reihe in Dresden. Der sechste und letzte Teil, der wird dann auch zu sehen sein. Aber daneben gibt es auch für kleinere Kinder, ich meine, Baba Yaga kann man auch bis zu 6 Jahren oder ab 6 Jahre besuchen und hat seinen Spaß dran. Aber für kleinere wird dann Pittiplatsch wieder da sein oder Viva Wackelzahn, ein Mitmachkonzert, das auch schon mal da war, wo die Kinder mit ihren Eltern immer viel Spaß haben miteinander. Jetzt könnte man natürlich noch eine ganze Menge erzählen über das umfangreiche, recht bunte, abwechslungsreiche Programm. Aber wir können natürlich nicht alles an dieser Stelle verraten. Sie können es aber nachlesen, ganz in Ruhe, wahrscheinlich wie immer im Internet. Man kann das im Internet nachlesen. Mit der Pressekonferenz heute wird der Spielplan freigeschaltet. Und ab morgen 10 Uhr ist man damit nicht nur informiert, sondern auch in der Lage, Karten zu kaufen. Und ich verspreche Ihnen, es gibt einige Senftenberger und nicht nur Senftenberger, die seit Wochen mit den Füßen scharren, um nun endlich ihre Kartenbestellung loswerden zu können. Dann hoffe ich, dass Sie auch das Passende für sich finden. Herr Stanicki hat sich mit seinem Team wieder große Mühe gegeben, wirklich für jeden etwas hier anbieten zu können. Und wir sind sicher, da finden Sie garantiert auch was. Also schauen Sie ruhig mal rein, nicht nur ins Internet, sondern auch natürlich ins Amphitheater in dieser Saison. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Infos. Und ich würde mich freuen, viele von Ihnen, die jetzt zugeschaut haben, dann im Amphitheater wiederzusehen. Ade. Das Elsterwelle Kalenderblatt.
Am 17. März 1952 wurde das Wasserwerk in Zeisig offiziell eröffnet. Die städtische Wasserwirtschaft ist aber bereits erstmals 1892 erwähnt. Damals wurde in Kleinneider das Wasser gesammelt und über zwei Hauptstränge in die Stadt transportiert. Einer davon, die Schlossleitung genannt, lieferte aus drei Brunnen das Wasser, unter anderem bis zum Markt, wo ein Röhrentrog stand, der 1908 abgerissen wurde. 1913 wurde mit dem Bau eines neuen Wasserwerkes in Neider begonnen, das am 12. April 1915 in Betrieb ging. Nach gehäuften Typhusfällen Ende der 40er Jahre suchte man einen Ersatz für das bisherige Werk. Also begann der damals zuständige Wasserversorgungsverband Lausitz 1950 mit den Erkundungen. Mitte Juli 1951 gab es den ersten Spatenstich für den Neubau in Zeisig. Das Elsterwelle Kalenderblatt. In das berufliche Schulzentrum in Kamenz wird am Samstag zum Tag der offenen Tür eingeladen. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr kann man sich in der modernen Einrichtung umschauen und alles über die verschiedenen Bildungsrichtungen erfahren. Die Eltern des Kinderhauses St. Elisabeth veranstalten am Samstag in der Sporthalle des Karate-Do-Vereins in der Stauffenbergstraße in Hoyerswerda ein Kindersachenbazar. Verkauft und gekauft werden können Frühjahrs- und Sommerkinderkleidung bis Größe 164, Schuhe, aber auch Spielsachen. Geöffnet ist von 9 bis 12 Uhr. Das Duo Sonnenschirm gastiert am Samstag in der Kulturfabrik in Hoyerswerda. Dieter Beckert und Jürgen Wolf liefern eine Mischung aus Kabarett, Folklore, Kaspereien, Philosophie und Satire. Beginn ist um 20 Uhr. Mit dem Lausitzer Wanderverein kann man sich am Sonntag in die Täler und Höhen zwischen Dresden und Freital begeben. Treff ist um 6.20 Uhr mit dem PKW am Bahnhof in Hoyerswerda. Der Skatclub Glück auf lädt am Sonntag zum dritten Jahresturnier in die Begegnungsstätte Lichtblick in der Huttenstraße ein. Gut Blatt heißt es ab 10 Uhr. Und Kaspar Teufel Pfannkuchen. So heißt das Puppentheater von Sebastian Günther, der am Sonntag in der Kulturfabrik Hoyerswerda gastiert. Im Stück werden Großmutters frisch gebackene Pfannkuchen von der Fensterbank geklaut. Alle Kinder sind ab 15.30 Uhr herzlich willkommen. Frühlingsfest wird heute und morgen im Caravan-Center Eike in Kamenz am Ochsenberg gefeiert. Viel Neues und Interessantes gibt es dann über Wohnwagen und Wohnmobile zu erfahren. Nachts locker bewölkt, zum Morgen hin ist zeitweise Regen möglich. Vereinzelt erwarten uns stürmische Böen aus Südwest bis West bei Temperaturen um die 4 Grad. Am Samstag wolkenreich mit zeitweisem Regen oder Schauern, nur selten gibt es Auflockerungen. Das Quecksilber klettert auf 6 bis 8 Grad. Mit einem mäßigen Westwind und zeitweiligen starken Böen ist zu rechnen. Am Sonntag bleibt es verregnet bei nachlassendem Wind, am Montag wird es dann milder, bleibt aber weiterhin regnerisch. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Freitag, liebe Zuschauer. Trotz des angekündigten trüben Wetters wünschen wir Ihnen ein sonniges Gemüt und schönes Wochenende und dann bis bald. Der Canon PIXMA MX725 ist ein Premium-WLAN-Multifunktionssystem und jetzt als Jubiläumsangebot der Woche für nur 99 Euro bei Expert erhältlich. Drucken, kopieren, scannen und faxen. Das erledigt der PIXMA MX725 mit besonders hochwertigen Ergebnissen. Der Tintenstrahldrucker erreicht dabei Geschwindigkeiten von 15 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß und 10 Seiten pro Minute in Farbe. Ein echtes Highlight ist das automatische beidseitige Drucken, Scannen und Kopieren, was hilft, den Papierverbrauch zu reduzieren. Für einen sparsamen Betrieb sorgen die 5 separaten Tintentanks. So müsst ihr immer nur die Patrone wechseln, die leer ist. Zum Kopieren oder Scannen könnt ihr die Auflagefläche verwenden oder den automatischen Duplex-Dokumenteneinzug, der bis zu 35 Blatt Papier fasst.
So geht alles ruckzuck. Die Bedienung über das 2,5 Zoll große TFT-Farbdisplay und die zweifach belegten Tasten ist einfach und komfortabel. Über die LAN-Schnittstelle oder die WLAN-Funktion kann der Canon PIXMA MX725 auch ganz einfach von mehreren PCs, Handys und Tablets angesteuert werden. Außerdem unterstützt das Gerät die Dienste Google Cloud Print und Apple AirPrint. Der Canon PIXMA MX725 sorgt für Produktivität und Effizienz, egal ob zu Hause oder im Büro. Als Jubiläumsangebot der Woche ist dieses Premium-Multifunktionssystem jetzt für nur 99 Euro bei Expert erhältlich. Expert. Immer stark beraten. In Cottbus, Hoyerswerda und Senftenberg. Oder unter esc-expert.de.